Schönen guten Tag, liebe Street Fighter Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Und heute spielen wir mal in dieser Folge mit der wahrscheinlich ersten großen Liebe der meisten Gamer, Chun-Li. So, jetzt gucken wir mal, welches Kostüm wir ihr geben. Das blaue ist zwar ganz nett, aber sie hatte doch ein weißes, glaube ich, noch, ne? Nee, ist nur so ein komisches Grau. Dann nehmen wir einfach mal das Grün, gelbe. Also so gelb, orange, was auch immer Farben. So, gegen Ken. Aua! Das macht man nicht. Alter. Ey. Meine Fresse. Ich muss gleich nochmal eben schnell. Was ist los? Zu viele Tritte gegen den Kopf. Ja, der sieht man doch, der rotzt vor sich hin da. Takshi. Lass mich nochmal ganz kurz in die Move-Liste gucken. Gucken, das ist klar. Ach, so geht der Spinning Bird Kick. Mann. Ey. Ich habe mit Chun-Li irgendwie so ein kleines bisschen Schwierigkeiten gerade. Warum auch immer. Alter. Ich will nicht verlieren. Gehabt. Ich bin mit Chun-Li irgendwie noch nicht so ganz warm, muss ich sagen. Ja, da! Du hast keine Chance, mich zu schlagen. Fordere jemand anderen heraus. Ja, sie hat eine sehr männliche Stimme, wie man hört. Ne, die ist ein bisschen heiser, das gute Mädel. Volltreffer. Genauso habe ich mir das nämlich gedacht, weil ich schon dachte, der kommt ja ständig mit. Mist. So, jetzt bin ich immer noch mal neugierig. Okay. Hat geklappt. So, bei Chun-Li geht es ja in der Geschichte immer so ein bisschen um die Ermordung ihres Vaters. Weil der Gute, in Anführungsstrichen, M. Bison ja ihren Vater ermordet hat. Wird ja auch in dem Film die Legende von Chun-Li mit Christine Kreuk so aufgegriffen. Ich weiß, der Film gefällt vielen Leuten nicht. Ich persönlich muss sagen, ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Es ist natürlich einer der größten Kinoflops der Geschichte. Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Aber ich fand den jetzt gar nicht so schlecht. Mir hat er gefallen. So ist recht, Fall auf die Knie. So wie jedermann, der es gewagt hat, mich herauszufordern. Aha. Also bist es bei den Männern nicht du, die auf die Knie geht, sondern die Männer. Mhm. Interessant zu wissen. Es war schon wieder eine eindeutige Zweideutigkeit, aber das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. So. Schnell einen Schluck trinken. Ich habe nämlich leicht Durst. Perfekt!
ab nach Jamaika. Zum Rastaman. Na gut, so richtig Raster ist er jetzt auch nicht wirklich. Edge aufs Kreuz gelegt. Ja, komm, komm. Ich kämpfe doch kein Tiet. Hast du gedacht, dass du es mit mir aufnehmen könntest? Du bist genau wie die anderen. Schwach. Der Bärenringende ist jetzt dran. Aua. Aua. Das macht man nicht. Ich bin eine da. Ah, das war ein Volltreffer. Das hast du jetzt davon. Ungehobelter Kerl. Grapscht er sich einfach die Lady. Kommen wir denn da hin? Ryu. Oh ja. Edge, aufs Kreuz gelegt. So, wo wir vorhin schon mal bei dem Thema waren. Erste große Gamerliebe. Die weltbeste Kämpferin hat keine Zeit für Verlierer. Wo war ich gerade? Achso. Bei den meisten wird es wahrscheinlich Chun-Li gewesen sein, die erste Gamer-Liebe, so ein bisschen. Also schon lange vor Lara Croft und Co. gab es halt die gute Chun-Li. Und von daher werden vielleicht so ein bisschen die Älteren auf jeden Fall. Volltreffer. Da wird es dann wahrscheinlich tatsächlich bei den meisten auch so sein, vor allem bei den Älteren. Dass das halt die gute Chun-Li war, nicht? Bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, bla 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 bla, den Spruch hatten wir auch schon. So. Auf zu Vega. Zwischen Chun-Li und Vega gibt es einen sehr geilen Kampf im Street Fighter Anime. Deswegen hier nochmal Empfehlung. Habe ich zwar irgendwann schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber ich erwähne es gerne wieder, dass ihr euch den Anime echt mal geben solltet. Wie gesagt, gibt einen sehr geilen Kampf zwischen Chun-Li und Vega in dem Anime. Da haut sie ihm aber so richtig die Hucke voll. Auch wenn sie selbst am Ende ein bisschen verletzt davon geht, aber sie zeigt ihm auf jeden Fall, wo es lang geht und zerknautscht ihm so ein bisschen sein schönes Gesicht. Und tschüss. Konnte man ihr da gerade eben etwa unter das Röckchen gucken? So, ich muss ja sagen, dieses klassische Outfit mit diesem Lappen da vorne und hinten gefällt mir bei Chun-Li mit Abstand am besten. Dieses neuere Outfit mit dieser Leggings oder so, was sie dann irgendwann später hatte, war nie so ganz meins. Das hat mir nicht so gefallen. Das hier fand ich schick immer. Dieses klassische. So, und jetzt hauen wir noch schnell den Akuma um. Kann ich auch. Brauchst du eine Umarmung? Und tschüss. So, damit hätten wir dann auch Rache genommen für die Ermordung unseres Vaters. Es sei denn, man hat jetzt hier schon wieder eine andere Geschichte erfunden für Chun-Li, aber ich denke mal, es wird die wohl sein, ne? Ruhe in Frieden, Vater, sag ich doch.
Aber was soll ich als nächstes tun? Das Versprechen an den Vater erfüllt hat schon die Versuche einer... Ach, jetzt kann man sogar was aussuchen. Ach, das ist ja cool. Hände weg. Man, ist es nicht offensichtlich, dass die Dame echt einen Mann wie mir nach Hause... Oh, tja. Mensch, da lohnt es sich sogar, hier nochmal einen zweiten Spieldurchgang gleich zu machen. So, Freunde, und nachdem wir uns das eine Ende ja schon angeguckt haben mit dem normalen Leben, im normalen Leben zurückkehren oder ins normale Leben zurückkehren, gucken wir uns jetzt mal das zweite an, sich weiterhin als aktive Interpol-Agentin in Gefahr begeben. Ja, um auszuschalten, ich fühle mich beleidigt. Bumm. In ihrem Herzen wusste schon Lee, dass der Kampf nie vorbei sein würde, wofür sie sich auch entscheiden würde. Okay, so wahnsinnig groß waren die Unterschiede jetzt nicht. Aber naja, was soll's, dann soll's das jetzt hier diesmal auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Außerdem wäre Teilen eine nette Sache, weil, ne, Teilen ist schön, nicht? Ja, wo war ich? Achso, ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, ich verabscheue mich.